herzlich willkommen bei der Allgemeinzentrale für gefährliches Halbwissen. Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, welche Kamera muss ich jetzt gerade schauen? In die 2 oder in die 4? In die 4. Okay, danke André, in die 4. Da sind nämlich zwei Kameras direkt nebeneinander. Es ist ein kleines Verwirrspielchen, was die hier spielen wollen aus der Regie. Kann aber auch sein, dass die ein neues 3D-Verfahren austesten. Ja. Geil, jetzt müsst ihr ganz schnell machen und dann kriegen wir alle eine Macke. Wir sind mal wieder nicht ich sag mal... Es tut mir leid. Ja. Es ist nicht deine Schuld. Warum bist Dafür du? Sind wir klamottentechnisch sehr gut guck mal, das seht ihr in der Kamera. Ach, sowas würden wir gar nicht achten, doch, weißt du? Marc würde auch sowas gar nicht achten. Nico ist noch komplett schwarz, Kevin ist dunkel mit leichten Punkten und meine Punkte sind dann sehr groß. Das ist so richtig so, wir sind gut geordnet. Ja. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Ja, besser als nix, sage ich immer. Hallo Maurice, hallo Nico. Hallo. bei der Allgemeinzentrale, ihr wisst es, sind wir auf eure Fragen angewiesen. Also her damit hier im Chat, joyce.de/live. Immer freitags ab 15 Uhr sind wir hier live. Und natürlich gibt es uns auch auf YouTube. Da ist überraschenderweise Allgemeine Zentrale. Und auch da kann man Fragen stellen. Da gab es viele Fragen, derer wir uns hier annehmen können. Deswegen schaue ich da jetzt einfach mal. Müsst ihr jetzt dann einen YouTube-Kanal raussuchen? Bei YouTube? Videos. Ja. In der Zeit kann ich ja sagen, dass ich im Chat bin auf joyce.de/live und die jederzeit dort natürlich auch Fragen stellen der könnt. Maurice Geider, der Maurice ist Geider im Chat. Ihr könnt wo gibt es denn sowas, dass die Stars noch selbst chatten? Aber nur bei Joyce. Dass das kein Social-Media-Team macht. Das ist ja unglaublich, keine Internetverbindung. Also ich sag mal so, wenn ich bei dir drauf schaue, sehe ich einen kleinen Dinosaurier und drunter steht keine Internetverbindung. Und du bist auch noch mit der Joyce-App drin. Ja, und weißt du, hier keine Internetverbindung gibt. Weißt du, wo ich die her habe? Aus dem Play Store. Wow. So. Und wie geht's dir, Nico? Ja, mir ist ein bisschen warm. Ja. Du bist auch gerannt. Man muss mal sagen, Nico kriegt erstmal einen Preis dafür. Er ist wirklich die Holzklassen-Rihanna des Senders. Kommt, wenn im Club der Sound angeht, und zwar wirklich vor 2 Minuten hier reingeratzt. Das stimmt. Ich bin gerade eben noch reingekommen. Mir ist ein bisschen warm, weil ich laufen musste. Und es ist gar nicht so kühl in Berlin. Ja. Hier, eine Frage schon im Chat. Wie geht es euch? Uns geht's blendend, geht's uns. Schön, dass ihr da seid, alle. Ich kann es jetzt leider nicht sehen, wer alles da ist. Aber ich schaue jetzt, wie gesagt, mal nach Fragen. Während Kevin nach Fragen schaut, diese Kritik, die du gerade stellst, liebe Jenny, werde ich an Kevin weitergeben. Jenny schreibt im Chat, ich fühle mich von Kevins bösem Blick zu sehr eingeschüchtert für eine Frage. Hier. Ja, aber da, um noch das Ganze ein bisschen mehr Sänfte zu geben, sind ja hier auch noch die MTV, Joko und Klaas. Ich finde übrigens diese Frage von Tobi teilweise sehr schön. Wenn die Joyce-Geschichte verfilmt werden sollte, wer würde euch spielen? Oh, wollen wir das direkt nehmen? Ja, ja. Die Frage finde ich gut. Was ist denn jetzt die Joyce-Geschichte? Wenn die Joyce-Geschichte verfilmt wird, wen würdet ihr gerne als euch selbst sehen? Ist die Frage im allgemeinen Wortlaut. Es geht ja gar nicht darum, was die Joyce-Geschichte ist, sondern wer uns spielen will. Das ja, genau. Okay. Und ich meine, die Joyce-Geschichte muss ja auch nicht originalgetreu erzählt werden, ne? Siehe Crow-Film. Da ist ja auch, oder kann der fliegen? Ups, Spoiler. Natürlich, also. Ja. Also ich finde, da kann man ja auch ganz viel draus machen, ne? Das stimmt, da kann man viel draus machen. Ich habe heute gerade erst Snowden gesehen. Auch da wird natürlich ein bisschen dramatisiert, wie das immer so ist der Fall. Ja, ich weiß, ich kann da noch nicht drüber reden. Willem Dafoe spielt Kevin. Ja, man kann ja sagen, Willem Dafoe spielt dich. Willem Dafoe spielt Kevin. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, stell dir vor, Kevin, weil sagen wir mal, das dauert noch ein bisschen, bis verfilmt wird und dann wird er so quasi als der Erzähler Kevin in 20 Jahren, das ist Willem Dafoe. Kann die Regie nicht aus wie der Green Goblin oder was? Willem Dafoe bitte einblenden, für alle, die mit dem Namen nichts anfangen können, damit wir ein bisschen optisch einen Eindruck haben oder eine Vergleichsmöglichkeit. Schreib mal schon mal hier. Ich glaube, im Hintergrund wird schon nach Willem Dafoe gegoogelt. Oder was würdest du sagen bei Kevin? Maurice? Ich finde Willem Dafoe ziemlich geil. Willem Dafoe war ganz gut. Ja. Ja, weil der hat auch so eine leichte, extrem der hat auch so ein langes verrückte Gesicht. Ader, so ein langes schmales Gesicht. Ich meine, der ist nett und so, aber Willem Dafoe, ernsthaft? Warum nicht? Könnt ihr nicht so was super Schauspieler. Brad Pitt. Oh, come on. George Kevin, Clooney. Guckst du dich eigentlich im Spiegel an frühmorgens? Ja, überall. Guckst du ständig. Guckst du Troja und siehst Brad Pitt eingehüllt und denkst, Mann, das ist ja 1:1. Das bin ja ich. Habe ich so ein verzerrtes Bild über mich? Das gibt's nicht. Vielleicht finden wir es gerade heraus. Jenny hat einen super Vorschlag. Jenny schreibt. Warte, ganz kurz, bevor du den Vorschlag bringst, den Vergleich sehen wir uns jetzt mal an. Richtig, entschuldigt. Warte. Jetzt nochmal, Kevin. Können wir mal, wir haben doch jetzt zwei Kameras jetzt. Such mal mit einer ran. Mach mal den Willem hier und dann such mal ran, dass wir ungefähr denselben Ausschnitt haben. So, warte. Ich muss mich kurz.
Warte. Du musst den Kopf andersrum machen. Achso, okay. Nochmal. Du bist Willem Dafoe? Ja, gut, okay, leck mich doch am Arsch. Für den nicht anwesenden Marc Ries schreibt Jonas Gérard Depardieu. Ja, oh ja, der Marc of the Future. Hallo. Gérard Depardieu, hat der nicht mal in ein Flugzeug gepinkelt? Ja, hat er. Der ist ja, auch russischer wirklich, Staatsbürger. Stimmt. Ja, passt wie die Faust aufs Auge. Ah, ja. So, auch hier nochmal kurz Gérard Depardieu, falls jetzt einige nicht wissen, wie der Gute aussieht. Also, Marc Ries of the Future. Okay, ich würde sagen, Nico. Ja. Oh, habe ich perfektes Bild schon. Nico wird gespielt von Andreas Türk. Ja, Andreas Türk. Du klebst den Bart drauf und dann zack. Ich sehe gerade. Ich sehe so das mit den Augenbrauen, nicht. Weißt du? Ich höre schon den Trailer. Andreas Türk kommt auch aus Wiesbaden, wollte ich mal so sagen. Genau wie ich. Guck, habe ich gewusst. 3 Jahre. Eine einzigartige Geschichte. Gespielt von Willem Dafoe. Gérard Depardieu und Andreas Türk. Na, warte. So, Nico, jetzt musst du auch mal Brille ab. Hier, spiel mit deinen Augenbrauen. Jetzt bin ich sehe nicht mal die Kamera Kopf ohne bisschen, Brille. Kopf ein bisschen in die andere Richtung drehen. Ja. Yeah. Oh, ich finde das gut. Oh. Oh, Nico. Noch so ein paar Vorschläge. So. Dessen schreibt, ich finde, Kevin könnte nur von Andrea Kiewel gedoubelt werden in den Action-Szenen. Welche Action? Jenny schreibt für Maurice Zac Efron. Na, aha. Ja. Für Maurice Zac Efron. Nein. Hör dir den Trailer an. Gérard Depardieu, Willem Dafoe, Andreas Türk und Zac Efron. Aber, das ist super. Aber nee, findest du Zac Efron? Nee, ich würde sagen, du musst ja auf die, auch die Faltenanzahl so ein bisschen achten. Ich würde sagen, sag jetzt nicht Meister Yoda. Bryan Cranston. Oh, Maurice wird verkörpert von Bryan Cranston. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Ja, das ist nicht beleidigend genug, leider. Nee, es ist nicht beleidigend genug. Leider ist auch nicht genug, so, bei allen ist so eine gewisse Parallele da. Yeah. Zu Bryan Cranston sehe ich da nichts. Das ist, als einziger spiele ich mich selbst, weil ich nichts anderes gefunden habe in 30 Jahren, wenn es verfilmt wird. Nein. Doch, ich hab's, du wirst gespielt von, den kennt keiner. Ach, ist auch doof. Wer denn? Von Titus aus Unbreakable Kimmy Schmidt. Hast mich schon verloren. Ich habe Unbreakable Kimmy Schmidt nie gesehen. Ich wollte immer mal schauen. Aber ich auch nicht. Das ist noch nicht gut, das ist noch nicht zufrieden mit Maurice. Ach, verdammt. Was könnten wir denn da noch? Habt ihr ein paar Tipps? Nee, Seberlein findet Nikos Augen toll. Du solltest mehr Kontaktlinsen. Ich habe lange Zeit meine Kontaktlinsen getragen. Alexandra, vielleicht kennt ihr sie noch, Alexandra Maurer, gespielt von Selena Gomez. Oder für dich, Selena Gomez. Selena Gomez ist aber einfach mal hardcore 15 Jahre jünger als Alexandra. Ja. Das haut nicht hin. Und ich finde L'Oreal London sollte Alexandra spielen. Das wäre so. Hier, zeig doch mal L'Oreal London, oh, bitte. Mann. Oh Gott, die muss man erst mal finden. Ich finde L'Oreal London, die findet man auf einem Bauernhof in Hamburg. L'Oreal London hat sich ja zur Ruhe gesetzt, die macht ja keine Medien mehr. Die ist zusammen mit einem Bauern aus Hamburg und lebt dort auf einem Bauernhof. Und ich finde, das ist Alexandra, Schweizerin vom Bauernhof. Doch, das ist, das ist super. Passt, finde ich gut. Die weiß, wie man den Käse hobelt. Wir schauen mal hier. Die war ja sogar bei uns mal. Hier, Alexandra gespielt. Jetzt wird mal besser. Willem Dafoe, Gérard Depardieu, Andreas Türk, Zac Efron und in einer entscheidenden Nebenrolle. Zac Efron ist nicht L'Oreal London. Nicht Zac Efron. Und die Lochis abwechselnd für Sandro. Bitte, jetzt helft uns doch bitte mal, was für Maurice zu finden. Für Sandro habe ich gerade eben schon Manuel Neuer. Nein, die Lochis für Sandro. Definitiv die Lochis. Ja, das ist gut. Das ist wie mit den Olsen-Zwillingen. Ja. Dann arbeitet jeder nur halbtags. Ja, ja, richtig. Weil Sandro ist ja noch minderjährig, deswegen, da muss man aufpassen. Voll, finde ich sehr, sehr gut. Was? Willem Dafoe, Gérard Depardieu, Andreas Türk und der eine Typ von ProSieben für Maurice Geiler. Was? Wer? Einfach so tun, als wäre es ein anderer. Der eine Typ von Galileo. Ich komme echt. Das gibt's doch nicht, dass uns da nichts einfällt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Ich hatte kurz an Ryan Reynolds in Party Animals, war er doch, oder? Ja. Da habe ich kurz dran gedacht. Ja. Ich weiß auch nicht, das ist so vom Typ her so da vielleicht so ein bisschen. Nein, das meint der nicht ernst. Harald Glöckler für Maurice als Ersatz. Ganz Harald Glöckler, super. Also, nein. Die Regie hat auch noch eine Idee. Nein. Jetzt bin ich gespannt. Um Gottes Willen.
Eure Idee? Oh! Finde ich aber Axel Stein. Komm, machen wir Axel Stein. Axel Stein finde ich besser. Harald Glöckler könnte eher so. Ich weiß nicht, gibt es jemanden, den Harald Glöckler? Hallo, jetzt hier bitte einmal kurz. Ja. Oh Gott. Das ist aber gut. Das ist aber nah beieinander. Aber du guckst einfach, du guckst ein bisschen grenzdebiler, muss ich sagen. Warte. Na, egal. Ist eh wurscht. Axel Stein, okay. Ich fasse zusammen. Willem Dafoe. Marc ist Gérard Depardieu. Ich bin Andreas Türk. Maurice ist Axel Stein. Und das finde ich gut. Ja. Gefällt mir. Na, und Sandro die Lochis. Sandro die Lochis. Dann haben wir auch noch ein bisschen... Push von der Zielgruppe, weißt du? Richtig. So die Jungen greifen wir auch noch ab, richtig. Das ist gut. Und dann gibt es natürlich auch so Nebenrollen für Moneyboy. Aber wie spielen die Lochis Sandro zusammen? Beide Lochis, einen Sandro? Die Lochis spielen gleichzeitig Sandro, das ist total verwirrend. Das ist so der Kunstteil des Films. Oh ja, das stimmt. Ne? Ja, finde ich gut. Und es ging auch nur um die Rollen, ne? Es ging nur um die Rollen. Dann haben wir das jetzt entschieden. Und das war eine schöne Frage, hat mir gefallen. Sehr gut. Auch gut. Okay. Dann schaue ich jetzt mal, was bei YouTube hier an Fragen da war. Wolltest du nicht vor 10 Minuten in den YouTube-Kanal bereits schauen, ja, was für Fragen kommen? Ich bin drin. Uff, dafür hat die Telekom mal viel Geld gezahlt für diesen Spot, für diesen Slogan. Für ich bin drin? Ja, ich bin drin. Das Internet ist verbunden. Na, kennst du es nicht mehr? Na, du bist zu jung dafür. Ja. Ja. Du hast vielleicht all dein Geld, ich habe meine Jugend. Willem Dafoe. So, hier haben wir ganz viel. Kommt auf einem fliegenden Skateboard. Ich will was Gutes haben. Olympia ist schon vorbei. Ist vorbei. Oh ja, das ist gut. Eine Frage von Hunske22. Wie würde das Leben heute aussehen, wenn es das Internet nicht geben würde? Oh. Wow. Also ihr würdet uns auf jeden Fall nicht sehen gerade. Ja. Das wäre klar. Abschalten. Außer im Free TV, da natürlich schon. Bling! Ich wüsste, dass unser Kollege Arne es schwer hätte zu überleben, weil er nicht wüsste, wo er Essen bestellt. Wie mache ich denn das jetzt? Wie geht das? Aber wenn ich nie dieses Bedürfnis hatte, nie kennengelernt habe, dann habe ich da ja auch gar keine Not. Das stimmt. Wenn ich nie online bestellt habe, nie gesurft habe im Netz, immer in die Bibliothek gehen musste, um irgendwie Infos zu sammeln, die Zeitung lesen musste. Dann lass uns mal so anfangen. Dann, was fällt denn Elementares weg? YouTuber. Pornos. Da habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr drauf. Scheiße. Das ist das Weitere jetzt, ne? YouTuber, ja, das können wir noch verkraften. YouTuber ist okay. Aber Pornos. So ganz ohne. Weil ich würde jetzt nicht in die Videothek in den 80er-Bereich. Nee, wie unangenehm muss das gewesen sein? Wo die ganzen alten Zossen da sind und dann hole ich mir da irgendwie. Nee. Wie unangenehm muss das gewesen sein? Glücklicherweise, als ich 18 war, gut, ich bin jetzt noch nicht so alt, gab es schon gutes Internet, das war alles gar kein Thema mehr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie schlimm es gewesen ist, wenn irgendjemand dabei ist, der an seinem 80. Geburtstag in eine Videothek gehen musste, um sich ein Porno zu besorgen. Wir würden, also Tobi schreibt, da hat er vollkommen recht, ne? Wir würden Fragen in der AGZ annehmen via Post und Fax. Das stimmt. Bei Viva gab es da früher mal diesen großen Knutschmund, aus dem die ganze Zeit die Faxe kamen. Stimmt, ja richtig. Das würde auch so sein. Ja. Ein Penis, wo die ganze Zeit unten, unten dann so die Zettel oben, rauskommen. Oben. Wie so ein weißer Schwall die ganze Zeit. Ja, stimmt. Es wäre das Beste, wenn die dann an so einem langen, dünnen Band die Faxe kommen, weißt du? Quasi so. Ja. Die waren so Ticker, ne? Diese Ticker im Radio, die waren so ganz schmal. Ja. Und wenn es dann einen Papierstau gibt, dann explodiert der. Zwei TV-Moderatoren vernetzt bei Penis-Explosion im Joyce-Büro. Tja, solche Schlagzeilen wären in der Tagesordnung. Da würde sich niemand drüber wundern. Würdest du aber in der Tageszeitung lesen am Folgetag. Und das, richtig. Und ja, das wäre auch anders. Der ganze hysterische Bums nach irgendwelchen Tragödien oder nach irgendwelchen Dingen. Es würde nicht so viel gemutmaßt werden. Es würde nicht so viel jeder hysterisch seine Meinung raushauen können. Das wäre da... Oh, das wäre richtig angenehm. Man wäre nicht so unter Dauer. Eilmeldungen würden dir nicht ständig auf den Sack gehen, sondern du würdest am nächsten Tag lesen, was passiert, oder es eben im Fernsehen sehen. Genau, Informationen sehen. Von gestern gedrückt auf tote Bäume. Genau. Toll. Das ist meine Bäume. Welt. Ja, da will ich wieder hin. Dessen schreibt, Kevin, du müsstest dann Frauen im Park ansprechen und nicht via Chat im Internet. Jetzt überlege ich mal, wie das Leben von Dessen hier aussieht. Frauen im Park ansprechen. Ja. Genau. Hey.
Ich bin's. Dessen. Du kennst mich. Du kennst mich. Früher gab es doch auch immer so Kleinanzeigen in der Zeitung. Macht das heute irgendjemand? Wohnungen suchen über Kleinanzeigen in der Zeitung und so ein Quatsch? Riesen Lifehack. Lifehack! Ding, 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 ding. Wirklich mal in Wohnungen, in Zeitungen schauen. Ich musste gerade lachen, das ist eine andere Geschichte. In Zeitungen nachgucken, nach Wohnungsanzeigen, weil sehr viele ältere Leute, wirklich ältere, die irgendwie eine Wohnung haben, ne, und die vermieten, so 70, 80, schalten keine Anzeige im Internet. Und man findet wirklich Wohnungen für günstige Preise in der Zeitung. Du Arsch, jetzt Lifehack. Nicht mehr, weil ja, ich es gesagt genau, habe, vor du Arsch, hast es jetzt hier vor einer Milliarde Leuten verraten. Toll. Super. Gern geschehen. Aber man vielleicht, ja, oder einfach campieren vor Leuten, von denen man weiß, die sind uralt und dann einfach hoffen, dass sie wegsterben und dann kannst du da einziehen. Und um sich zu verabreden, müsste man, gut, anrufen. Ja. Nein! Was? Du, das, wie geht das? Aber ich hasse telefonieren, ich telefoniere überhaupt nicht gerne. Ich auch nicht. Boah, super. Ich wir sind ja im richtigen Beruf, wo man auch ein bisschen kommunizieren muss. Wir haben alle keinen Bock auf telefonieren, wir sind zu blöd. Ich finde Sprachnachrichten schon nervig, aber ich mache es selber. Und ich weiß, du findest es auch nervig und machst es selber. Sprachnachrichten ist aber das Beste eigentlich fast so, weil du hast nicht die Zeit, die du zum Tippen brauchst und nicht den direkten Zuhörer, der dich nervt und antworten kann. Ja, genau, das ist das Beste. Er kann keinen Sack jetzt direkt antworten und mir auf den Sack gehen. Ja, aber das Nervige ist nämlich, wenn du diese Nachricht nicht so richtig hören kannst, weil du gerade irgendwo bist, wo es nicht so cool ist, wenn du die ganze Zeit so machst oder wenn du zum Beispiel nicht weißt, dass du ein Telefon, um eine Sprachnachricht zu hören, ans Ohr nehmen kannst und dann immer die Nachrichten laut hörst. Es geht nämlich, ihr müsst nur das Telefon ans Ohr nehmen, dann könnt ihr die Sprachnachricht im Telefon hören. Das ist ein Lifehack. Aber das ist doch schon... Ja, aber es gibt immer noch viele, die so rumrennen. Ja, sehr, genau. Sehr viele. Einfach so machen, du Idiot. Ja. Du guck mal auf der Straße, du wirst ganz viele Leute treffen. Wir schalten mal kurz auf die Straße. Okay, doch nicht. Ja. So. Und Arne ist direkt ist auf der Straße, da wo... Nein, Arne berichtet von der Street. Arne ist auf der Couch. Arne ist auf der Couch. Ja, heute eigentlich nicht. Arne. Leg dich hin. Seberlein schreibt gerade übrigens im Chat, man würde viel mehr miteinander unternehmen. Ja, da bin ich mir nicht sicher, weil man sich ja sehr kurzfristig, also ich zum Beispiel bin jemand, wenn ich irgendwo bin und habe gerade eine Stunde Zeit und stelle fest, oh, hier wohnt doch Dingens um eine Ecke, dann melde ich mich mal oder gehe mal vorbei oder schreibe eine Nachricht, bist du gerade da? Würde Moment, machen, du gehst vorbei, aber ja, theoretisch. Du gehst vorbei, du klingelst bei Leuten an der Haustür? Na, ich schreibe eine Nachricht. Hallo, ja, ich bin's, Maurice Geider, haben Sie Zeit? Wer sind Sie, lassen Sie mich in Ruhe. Nur auf dem Kaffee, okay? Und liken Sie meine Seite. Axel Stein. Ich glaube, so machst du es wirklich. Genau so mache ich das. Du, letztens, vor zwei Tagen klingelt es um 21 Uhr bei mir zu Hause. Ja, da schlafe ich ja schon nicht. Und es war Axel Stein. Nein, es war der SPD-Kandidat für den Bezirk Neukölln. Nein, wirklich? Ja, hat der Joshua, hat sich vorgestellt. Der ist so sympathisch gewesen, wirklich so sympathisch. Der sieht zwar 1:1 genauso aus wie der Typ von den Grünen und die hängen auch noch nebeneinander. Kann ich nicht auseinanderhalten. Aber der hat sich wirklich von Tür zu Tür vorgestellt. Ich wusste nicht, ob ich das mega nervig finden sollte oder total sympathisch. Und wenn du jetzt nicht das Internet hättest, hättest du nicht rausgefunden, wer das war. Doch, das Plakat hängt vor meiner Tür. Und er hat es dir gesagt. Ja, das, mir gesagt. Das war das Dümmste. Ja, das war das Erste, was er gesagt hat, wahrscheinlich. Hallo, ich bin Joshua. Ich bin Ihr SPD-Kandidat für Neukölln. Hallo, ich bin Joshua und ich klingel einfach um 21 Uhr bei Leuten, weil ich Lust habe. Gibt's auch. So, aber es ist schwierig, da jetzt eine Antwort zu formulieren. Ja, also, wie würde es wäre ein Penis explodiert. Das ist eine gute Antwort. Es wäre ein Faxpenis. Tatsächlich, ja, nicht nur Faxpenis, es gab auch keine Pornos. Deswegen ist es. Boom! Willkommen bei der Allgemeinzentrale. Ey, ganz im Ernst, ohne Peniswitz, ohne mich. Plural von Penis ist übrigens Penen. Wusstest du nicht, ne? Penii, sag ich. Wer hat hier Latein in der Schule gehabt? Penis, Penii. Während ihr das Wort Penii noch eintragt, kurz noch ein Feedback. Ich hab das Tobi kleine Latinum. Justin Bieber wäre niemals bekannt geworden. Gib mir den Kugelschreiber. Justin Bieber wäre niemals bekannt geworden. Und dessen glaubt, es gäbe wesentlich mehr Schlägereien in der Realität, weil die Leute sich nicht mehr im Internet auseinandersetzen. Ja, aber ist doch okay. Dann hauen sie einmal aufs Maul und halten sie die Fresse. Pack schlägt sich, Pack vertritt. Da können sie noch ewig ihre Meinung rausblöken. Jenny stellt fest, 19 Minuten nach Sendebeginn und die Kirche wurde noch nicht beleidigt. Was ist los mit der AGZ? Oh. Scheiß Kirche. Dann. Okay. Bisschen plump, aber... Sehr plump, zählt. Aber das es passt zählt. Zur Allgemeinen Zentrale wiederum. Das kann man hast sagen. Du eigentlich schon eine Frage? Ich kann gucken, ansonsten, wenn du eine... Ich habe noch eine. Und zwar fragt gerade... warte mal, gucken. Frage von Adonis. Was wären eure letzten Worte? Oh. Das ist ein bisschen fatalistisch, aber ist okay. Nehmen wir das? Was wären eure letzten Worte? Ja, können wir nehmen. Ich meine, wenn man so einen geilen Antragsteller hat wie Adonis, dann aber echt, muss man auch... Wäre ich doch so wie Adonis! Nein, du bist wie Willem Dafoe.
Wilhelm Defoe? Wilhelm Defoe. Wilhelm Defoe. Schießt auch gerne mal jemandem Apfel vom Kopf. Kennt man. Was wäre. Es wird alles eingedeutscht. Ich freue mich auf diesen Film. Joyce the Movie. Ja, Joyce the Movie. Hm? Geil. Und verwandle ich mich denn noch zu Green Goblin? Naja, ist egal. Ist egal. Ja, ja. Nachts im Serverraum. Die letzten Worte. Dessen hat einen Vorschlag und dann kommen wir zu euren letzten Worte. Lasst den Kühlschrank einfach offen. Verstehe ich, glaube ich, nicht. Verstehe ich auch nicht. Ich habe es nicht verstanden. Ist wie so mit Frauen im Park ansprechen. Das ist Dessens eigene Welt. Dessens so. Leben ist ein sehr seltsames. Sehr, sehr seltsames. Oh, wow, wow. Aber es klingt irgendwie sehr begehrlich. Ich finde das gut, dein Leben. Ja, lass den Kühlschrank einfach offen. Nee, lass den Kühlschrank offen. Moment. Deine letzten Worte, Nico. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Das müsste was Geiles sein. Ich habe eine andere Geschichte. Ich habe, als ich 18 war, nur ganz kurz, wegen Beerdigung, letzte Worte. Als ich 18 war, mit meinem besten Kumpel einen Deal gemacht. Wenn einer von uns beiden relativ jung stirbt, also unter, haben wir gesagt, ich glaube 45, muss der andere auf dessen Beerdigung auftauchen und einfach nur als Grim Reaper verkleidet sein. Im Schwarzen, mit so Dingsmaske und mit einer Sichel einfach nur dastehen und nichts machen. Die ganze Zeit, 2 Stunden lang. Sehr überragend. Ich freue mich drauf. Ich hoffe fast, dass er stirbt. Ja, warum nicht? Ja, ist richtig, hoffe ich. Du weißt, wer gemeint ist. Das ist nicht mehr viel Zeit, Bruder. So. Die letzten Worte. Das ist schwierig, ne? Hat irgendjemand hier gute letzte Worte? Du bist doch so ein epischer Mensch. Ja, ich... Ist es und so bleibt es in engen Hosen reibt es. Schlägt Kate gerade vor. Das ist aber, ja, das ist, passt. Aber nicht, wir sind doch viel zu weise für sowas. Soll das auf deinem Grabstein stehen? So ist es und so bleibt es in engen Hosen reibt es. Es geht nicht um Grabstein. Kannst es geht du um die letzten Worte klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. Achso, ich dachte irgendwie. Ja. Nee, ich würde sowas, also es kommt immer darauf an, irgendwie, welche Serie gerade beliebt ist, und dann würde ich einfach sagen, bei Lost sterben alle. Oder. Und du bist der einzige Lost, der zu Ende geguckt hat, Kevin. Ja, genau. Sehen wir es ein. Lost ist scheiße. Sowas. Das war nicht so scheiße. Die letzte Staffel war scheiße. Du hast gesehen, ich habe auf deine Haare geschaut, ja? Ja, aber tatsächlich wäre ein Major Spoiler wär irgendwie cool. Irgendwas, ja, das meine ich ja. Was die Welt spoilert. Aber das Problem ist. Wie willst du die Welt spoilern? Weiß nicht. Michael Jackson lebt. Es gibt nichts zu spoilern auf der Welt. Ja, einfach, du warst, das finde ich gut. Ganzes Leben lang halt ein ganz normaler Typ mit einer recht vernünftigen Weltanschauung, ja, so wie wir eigentlich so sind, ne, das ist, passt alles, aber mit dem letzten Satz stellst du plötzlich alles in Frage. Dann stehst du eigentlich, wenn ich mir recht überlege, so schlecht war Hitler gar nicht. Oh. Und dann wird jetzt mit diesem Satz zu denken, oh fuck, was? Was war das für ein? Ja. Und dann alles überdenken. Das ist nice. Ja, das mache ich. Das sind meine letzten Worte. So schlecht war Hitler eigentlich gar nicht. Oh, ich habe auch jetzt eine gute Sache. Ja, das ist mein letzter Satz. Das Leben durch letzte Worte. Ja, wie sagt man dann, wie soll ich sagen? In Frage stellen lassen. Ja. Gott. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ja, okay. Ich würde einfach irgendwie sowas sagen. Ich habe mein ganzes Leben lang gespart und ich habe 8 Millionen Euro in Bar. vielleicht noch für dich versteckt. Das ist gut. Big Surprise am Ende, ja? Auch das gut. Finde ich gut. Das find und dann gut. Die ausflippen. Da ist der Körper noch nicht mal kalt vom Bett geworfen. Wo ist das Geld, Mann? Wo ist es? Die schneiden dich wahrscheinlich sogar auf. Er hat's gefressen. Ich hänge oben rum. Ah, ihr seid so dumm. Ich habe alles verprasst. Ja, das ist gut. Dann hängen wir beide so auf einer Wolke oben. So. Das schwebt ja geil hier. So, aber jetzt muss auch dein Satz kommen. Ich tue mich sehr, sehr schwer damit, weil ich will ja nicht sterben. Ja? Es ist sehr schwer, sich damit zusammenzutun. Ich finde übrigens Jennys Idee hier super, die werde ich aber nicht nehmen. Und zwar I'll be back. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Ja. I'll be back. Ich finde das ganz schwer. In welchem Surrounding? Also während man irgendwo... Das klingt ja so, als ob alle bei dir zum Beispiel ums Krankenbett stehen. Ja, sowas das meinte ich halt, das hatte ich auch so im Sinne. Dass wirklich bekannte Verwandte mich dann nochmal sehen und plötzlich du sowas rausdroppst. Ja. So, in der Situation. Wow. Schwierig, ja? Ich finde es sehr schwer. Ja. Mhm. Du wirst es schaffen. Traue dir. Und ich will kein Filmzitat.
Ich bin super schlecht in Filmzitaten. Von mir kriegst du kein Filmzitat. Ich habe viele geile Filmzitate, die man sagen kann. Ja. Wenn man sagen könnte. Ja. Oh, wir haben nur noch eine Minute. Du musst dich beeilen. So, ich sitze einfach da und warte, dass Maurice was sagt. Wir haben unsere letzten Worte. Wir sind durch. Die sind klar. Ihr wisst, was kommt. Ja. Ich mache einfach dann Lösung. Wie so oft ist ein Pfeil nach oben. Ja. Ich wüsste es. Ich würde einfach demjenigen, der links neben mir steht, sagen, hier sind meine Facebook-Login-Daten für das Erbe weiter. Für das Facebook-Like-Vermächtnis meine Seite, hier sind die Passwortzugänge. Das kannst du jetzt schon machen. Das habe ich letztens gemacht. Aus Spaß. Ich habe einen Nachlassverwalter auf Facebook eingerichtet. Das geht. Könnt ihr machen. Gruselig. Könnt ihr machen. Wir haben noch 20 Sekunden. Und dann kriegt der andere eine Nachricht. Ich will mit dir reden. Du bist mein Facebook-Nachlasserwalter. Mit voller Ernst. Das ist super creepy. Oh Gott, dann werde ich mal irgendein Kumpel. Ja. Oder jemand, der einfach kaum kennt. Das sind meine Facebook-Zugangsdaten. So, uns gibt es auf YouTube. Wer es noch nicht weiß, Allgemeine Zentrale heißen wir dort. Gerne abonnieren. Wir haben zwar schon 20.000 Abonnenten, aber da kann es noch mehr werden. Guckt 200. euch unsere Videos an und like, kommentiert. Macht alles. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Vielleicht.